Guten Tag, mein Name ist Ralf Vogel, Nachtschichtpfarrer in Stuttgart. Ich feiere heute Abend einen Gottesdienst zum Thema Sehnsucht nach Liebe. Da wären Sie alle Fachleute dafür, weil jeder und jeder das kennt, die Liebe und die Sehnsucht nach ihr. Aber ich habe heute Abend zwei eingeladen, die haben sich schon ganz oft in andere hineingedacht, wenn sie sie gespielt haben, wie sich das anfühlt, die Liebe, und haben deshalb vielleicht einen ganz besonderen Horizont. Lassen Sie sich von den beiden entführen, von Marile Milowitsch und Walter Sittler, und entdecken Sie dabei Ihre eigene Sehnsucht. Feiern Sie Nachtschicht in der Andreaskirche Obertürkheim. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sehnsucht nach Liebe. Um dieses Thema dreht sich unser Gottesdienst heute. Und ich würde behaupten, wer liebt, hat Sehnsucht. Denn sobald der geliebte Mensch einen verlässt, die Türe hinter sich geschlossen hat, sehnt man sich bereits danach, ihn wiederzusehen. Und dann gibt es diese große Sehnsucht, in einer liebevollen Welt zu leben, in der Menschen voller Respekt und Zärtlichkeit miteinander umgehen, auch wenn sie sich fremd sind oder sogar ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Von dieser Liebe sprach Jesus, wenn er meinte, dass es ja nichts Besonderes ist, wenn wir die lieben, die auch uns lieben. Und so kann man sich nicht nur nach geliebten Menschen sehnen, sondern eben auch nach der Liebe selbst, die uns nur allzu oft abhanden kommt, wenn Menschen so ganz anders sind, als wir es uns wünschen. In diesem Kontext von persönlicher Liebe und der großen, allumfassenden Liebe bewegen wir uns heute und fragen bei zwei Menschen nach, die die Liebe in all ihren Schattierungen schon so oft und vor allen Dingen auch schon so schön oft miteinander auf die Bühne und in die Kameras getragen haben. Ich freue mich auf die liebevollen Gedanken von Marile Milowitsch und Walter Sittler. Herzlich willkommen. Gott ist die Liebe, heißt es im ersten Johannesbrief. So kann die Sehnsucht nach Gott gestillt werden, indem wir lieben. Und die Sehnsucht nach Liebe gestillt werden, indem wir Gott begegnen. Du kommst uns entgegen, Gott. Eröffnest neue Beziehungen und neue Einsichten. Du öffnest unser Herz, wenn wir aus Angst vor Verletzungen versuchen, niemand an uns heranzulassen. Du bist Mensch geworden und weißt, was das bedeutet. Jauchzen vor Freude, zerspringen vor Glück, überlaufen vor Liebe. Weil du das kennst, können wir alles vor dich bringen, was uns bewegt. Höre uns, wenn wir in der Stille zu dir rufen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Thank you.
Kaum ist die Nabelschnur ab, schon stehen wir alle auf dem Schlauch. Das Chaos hier ist unendlich. Doch die Liebe ist es auch. Doch deine Zweifel und die Wut, die gehören zum Leben mit dazu. Doch verlier dich nicht darin. Denn die Liebe, die du gibst, ist die Liebe, die du kriegst. Die Liebe hört niemals auf. Doch wir meinen oft, mit ihr haushalten zu müssen, uns auf besonders auserwählte Menschen konzentrieren zu müssen und mit ihnen allein unsere Sehnsucht nach Liebe stillen zu können. Damit überfordern wir häufig uns selbst, unsere Partner, Partnerinnen und Familien. Fulbert Stefanski beschreibt es so. Wenn Menschen, die sich lieben, keinen anderen Blick haben als in die eigenen Augen, dann verkommen sie. Mit sich allein sind die Liebenden in schlechter Gesellschaft. Ein Haus ist erst dann ein Haus, wenn viele darin wohnen, essen, lachen und weinen. Auch in einem Ehehaus. Wir sollten also mit liebevollem Blick in möglichst viele Augen schauen, damit sie die Liebe spüren und dadurch selbst liebesfähig werden. Denn wir Menschen brauchen ein Leben lang diese vorausgehende Liebe. Und Gott bietet sie uns ein Leben lang an. Wenn wir ihn in unser Lebenshaus einladen, dann müssen wir nicht mehr alles selbst schaffen und unseren Partner nicht mit Sehnsüchten überfrachten. Wenn wir an Gott glauben, sind wir mit seiner tragenden, liebevollen Präsenz verbunden. Sind wir Teil seiner allumfassenden Liebe, Teil eines universellen, größeren Ganzen. Diese universelle Liebe schenkt sich uns immer zuerst. Denn die Liebe, die du gibst, das ist die Liebe, die du kriegst. Wir müssen nie mehr geben, als wir schon bekommen haben. Wir müssen uns und unsere Liebe nicht verausgaben, denn wir bekommen sie überschwänglich und im Voraus geschenkt. Das erlebt ein Kind, wenn es die Eltern liebevoll anstrahlen und auffangen. Doch dieses Liebesspiel ist nie zu Ende, auch wenn wir alt werden. Denn Gott liebt uns immer zuerst. Er strahlt uns an. Sie schließt uns in ihre Arme. Wir können uns mit voller Kraft für andere Menschen einsetzen, müssen unsere Liebe nicht rationieren. Denn Gott ist bei uns und sorgt für uns, wie eine Mutter für ihr Kind. Dieses Lebensgefühl ist es, was Jesus wohl durch sein Leben getragen hat und begreiflich machen kann, wie er seinen Weg der Liebe bis zum bitteren Ende gehen konnte. Die Liebe hört niemals auf. In diesem Glauben konnte er auf eine eigene Familie verzichten und ohne Dach über dem Kopf durch die Lande ziehen, um diejenigen aufzusuchen, die lieblos, übersehen und verdrängt wurden. Marile Milovic und Walter Sitter sind seit geraumer Zeit mit einem Stück auf deutschen Bühnen unterwegs. Und da entdecken zwei nach einiger Zeit, wo sie oft aneinander vorbeileben, plötzlich, wie sehr sie sich lieben. Und sie sagen es einander sogar, ich liebe dich. Und überraschen einander mit diesem Bekenntnis. Und ich glaube, es ist ein allgemeines Phänomen. Wir tragen alle unglaubliche Liebe in uns, aber im Alltag vergessen wir sie und vergessen wir oft, ihr Raum zu geben. Und dann können wir sie wieder entdecken. Und ich glaube, diese beiden Menschen, die wir heute eingeladen haben, die haben beide so ein großes Herz, dass sie uns alle inspirieren können, ein bisschen zu suchen, wo wir gerade ein bisschen die Liebe vergessen haben. Freuen Sie sich auf zwei besondere Menschen, Marile Milovic und Walter Sittler.
Wir haben das Thema Sehnsucht. Und mich würde es interessieren, wenn Sie an Ihre Sehnsucht denken. Was fällt Ihnen da ein? Was sind es für Sehnsüchte, die Sie bewegen? Meine Sehnsucht, auch letztes von 4 Kindern, beim 4. Kind kümmert sich kein Mensch mehr. Also ich bin mitgelaufen und so. Erziehungsversuche gab es dann keine mehr. Gott sei Dank gepriesen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollte man ja dann auch irgendwie da wahrgenommen werden. Das war schon eine Sehnsucht nach dem Motto, ich bin ja auch noch da. Das kann man aber, wenn man schlau ist, überspielen, dass man furchtbar laut ist und sich so benimmt, dass einen keiner wahrnimmt, dass man sagen kann, ich wusste es doch. Ich wusste es doch, die mögen mich nicht. Das andere war Sehnsucht, rauszukommen. Also meine Lieblingskinderbücher waren die, wenn es darum ging, dass jemand etwas entdeckte, unterwegs war, frei war, dass keiner reingequatscht hat, dass man mit Tieren unterwegs war, an der Natur unterwegs war. Das waren meine Kinderbücher und das waren immer meine Sehnsüchte. Ich möchte das auch. Ich möchte vor der Natur lernen. Da war ich schon als Kind so. Würde ich auch heute noch gerne, aber man kann nicht mehr alles abarbeiten auf der ganzen Welt und besuchen, aber ich würde es gern. Jetzt leben wir in einer Welt, in der ganz viele Menschen eben sich nicht geliebt fühlen, ja, weil sie sich zum Beispiel einsam fühlen. Was müssten wir tun oder was müsste sich in unserer Gesellschaft tun, damit wir dieses Phänomen der Einsamkeit von so unendlich vielen Menschen überwinden, dass die sich wieder geliebt fühlen und sich auch trauen, rauszugehen, die Freiheit rauszugehen? Gerade das, was Sie sagten, dass man sich um einsame Menschen kümmert, Augen aufmachen, gucken. Ich sehe das selber bei mir. Ich wohne auch zur Miete im Haus mit mehreren Parteien und denke manchmal, was sage ich mit dem Mann da unten auf der zweiten Etage? Ich habe den ewig nicht gesehen. Und dann denke ich, Marie, du müsstest eigentlich mal klingeln und man macht es dann nicht. Das ist das Doofe. Und das will ich mir jetzt auch mal angewöhnen, einfach zu gucken mit offenen Augen rum und zu sagen, wie kann ich Leute ansprechen? Und die Menschen sind wirklich dankbar. Man muss sich auf das ganze große Änderung warten. Man kann es in einem kleinen Umfeld anfangen. Im kleinen Umfeld, genau. Wie die Tafeln zum Beispiel. In der Gemeinde, in der Straße, es ist ganz egal. Ja. Einfach gucken. Natürlich sind Menschen eigenartig und man denkt, was ist denn das für einer, ja? Und dann lernt man sie kennen und plötzlich denkt man, ist gar nicht so schlimm, es geht schon. Nein, Artenvielfalt bringt Lebensqualität, sage ich immer. Und. Ja. Die Sprache, die wir benutzen untereinander oder die benutzt wird, die bestimmt, wie wir miteinander umgehen. Und diese Sprache ist im Moment in einem nicht so wahnsinnig guten Zustand. Und vieles ist mein gutes Recht. Da sage ich, also ja, aber alle anderen haben auch Rechte. Ja? Und wenn wir immer wieder eine hässliche Sprache hören, eine erniedrigende Sprache, ja, eine abwertende Sprache, dauernd, in allen Zeitungen, wo man hinschaut, ja, auch unsere gewählten Vertreter zum Teil. Und es ist eine Verantwortung, ihr macht das ohnehin in der Kirche, auch in den Zeitungen sollten Sie, die Journalisten sollten ein bisschen besser auf die Sprache achten, weil die Sprache ist wahnsinnig mächtig. Und das ist ganz schwierig, diese Feinheit in der Sprache und die Liebe in der Sprache beizubehalten. Liebe ist so ein, ja, irgendwie geht das schon. Nee, es geht nicht irgendwie. Nee. Man muss es tun. Jetzt sind Sie so lange schon unterwegs mit der alten Liebe. Immer wieder derselbe Text. Da muss man ja schon eine besondere Liebe auch zu so einem Text haben, wenn man den so lange. Was reizt Sie an diesem Dialog zwischen Lore und Harry besonders? Was macht Ihnen da selber Freude dran? Der ist einfach hervorragend formuliert. Und wie die beiden Figuren, Harry und Lore, sich gegenseitig beschreiben und auch mit sich selber umgehen, hat so viel Humor. Und das ist ja für mich wunderbar, weil das Leben geht nicht ohne Humor. Liebe geht nicht ohne Humor. Und deswegen ist das einfach so wunderschön. Und es ist so schön formuliert. Und man kann manchmal abends Formulierungen ändern. Ne? Ich höre den Walter zu und dann macht er manchmal eine andere Betonung. Und dann habe ich auch mal Lust, was anders zu betonen. Und das macht solche Abende für uns beide dann auch, glaube ich, ganz spannend. Also ein ganz wichtiger Teil von unserem Beruf, wir kennen uns auch schon lange und gut, ist, kriege ich diesen Text zum Leben oder nicht? Ja. Darum geht es. Und deswegen wird es ein guter Text wie der wird nie langweilig. Nee, da der haben wird wir sogar nicht immer, zu tun. Der wird immer mehr, immer besser. Jetzt haben Sie beiden ja aber eben eine ganz besondere Partnerschaft, nämlich eine berufliche Partnerschaft auch. Und ich, wie vielleicht viele Ältere hier, kennen Sie aus Nicola. Was ist es, was an dieser nicht stattfindenden Partnerschaft, die dann doch irgendwie eine ist, was ist da so besonders reizvoll gewesen, dass die Menschen Ihnen so gerne zugeschaut haben?
das Schöne an diesem Stück ist, dass diese beiden Figuren im Zentrum, also die Nicola und der Dr. Schmidt, Robert, ganz wichtig, die sind so schön gebaut. Er ist in seinem Beruf fantastisch, schrecklich eitel leider, glaubt, alle Frauen lieben ihn, was sie nicht tun, ist eigentlich ein kleiner Junge, der Liebe haben will. Eigentlich ist er das. Ja, macht das aber einen großen Zampano und fährt Ferrari und lässt die Krankenschwester mit kurzen Röcken rumlaufen. Und sie ist letztlich eine alleinerziehende Feministin, die wahnsinnig gut ist in ihrem Beruf und nicht ertragen kann, dass jemand so eitel ist. Wenn die zusammenarbeiten, ist es wunderbar. Das heißt also, wir haben eine einerseits ganz nah. Stoß mich, zieh dich, Beziehung. Stoß mich, zieh mich. Und es war so perfekt geschrieben, dass sie immer ein Stückchen näher kam, bis man dachte, jetzt muss es doch mal passieren, verdammt nochmal. Und dann passiert es nicht und immer noch nicht und immer noch nicht und immer noch nicht. Und gleichzeitig haben wir durch die Art, wie es geschrieben ist, auch im deutschen Krankensystem, der Arzt offiziell, die Patienten sollen die Klappe halten und zahlen. Ja, ich weiß, wie es geht. Das kennen viele. Und dadurch, dass er gleichzeitig ein kleiner Junge war, der geliebt werden wollte, mochten viele die Figur, ich auch. Ich mochte sie einfach, weil es eben vielfältig ist, nicht nur eitel und blöd, sondern menschlich ganz weich, aber außen macht er einen auf großen Gockel. Wunderbare Figur. Das ist eine Komödie, eigentlich für mich Komödie, jetzt haben wir das Terrain ein bisschen verlassen hier, wenn noch was Trauriges drunter liegt. Also wenn ich das Gefühl habe, der Clown weint oder irgendwas hat der Clown, ja, dann fasst er mich an, dann habe ich das Gefühl, dann, so, jetzt sind wir wieder, jetzt kann ich ja vielleicht den Bogen spannen, da wird bei mir Liebe entfacht, dass ich sage, diesen Menschen, diesen Clown, diesen Robert Schmidt, für den interessiere ich mich jetzt. Wenn er nur, wie du sagst, plakativ, blöde und macho ist und eitel und Ding, langweile. Aber wenn ich merke, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann finde ich es spannend. Und sie wissen, dass sie die Richtigen sind füreinander, es geht aber nicht. Weil sie nicht... Wir konnten das nicht zugeben. Kann man nicht zugeben. Und sie entspricht nicht der Figur, die er sehen will. Natürlich menschlich perfekt, aber Krankenschwester, Stationsschwester, das geht so nicht. Aber es geht eben doch. Unterm Stand. Und das war das Schöne. Dadurch war diese Spannung ständig da. Und selbst wenn man stritt, merkte man, dass sie sich mochten. Das ist der Kern des Ganzen, glaube ich. Das wäre schön, wenn wir es in unseren alltäglichen Beziehungen auch hinkriegen würden. Das wäre toll, ja. Dass man es merkt und dass wir den Humor eben nicht verlieren. Ja. Hilft es, wenn man so humorvolle Rollen gespielt hat, in Beziehungen selber dann manchmal den Humor nicht zu verlieren, weil man es gespielt hat? Hilft einem das, Schauspieler zu sein im Leben manchmal? Also im Leben überhaupt nicht, weil verlässt einen der Humor, sobald es um Beziehungen geht, deswegen lasse ich es. Ist viel besser. Und in der Arbeit auf jeden Fall. In der Arbeit hilft es. Also wenn es helfen würde, da bräuchte man nur Shakespeare lesen, man könnte schöne Stücke schreiben. So ist es aber nicht. Also man muss schon selber denken. Und es hilft manchmal ein bisschen, weil man merkt, dass man selber nicht so wichtig ist. Ja, das ist ganz schön. Was ist wichtig? Ja. Niemand ist wirklich wichtig. Niemand ist wirklich wichtig. Aber das Theater ist wichtig und das Reden miteinander und das Vergnügen haben. Und der Humor, wenn der nicht eine, wie sie sagt, eine dunkle Seite hat, dann ist er nicht wirklich komisch. Ja? Dann haben wir Mario Barth. Entschuldigung, wenn jemand den mag. Ich habe nichts dagegen. Ich mag ihn nicht, aber ja, der muss noch mehr haben. Wie der Clown halt. Ja? Der versucht, Klavier zu spielen und der Hocker ist zu weit weg. Und anstatt den Hocker hinzuschieben, versucht er das Klavier zu schieben. Und das geht nicht. Der Klassiker, ja. Das ist ein Drama. Wunderbar. Ja, also der Humor ist immer mit dem Drama verbunden. Ja. Es ist nur die andere Seite. Versuchen wir es. Versuchen wir in der Liebe den Humor zu bewahren und uns vielleicht als Clownin, als Clown zu sehen, wenn wir stolpern, wenn wir fallen und dazu zu stehen, dass wir fallen und dass wir manchmal auch lächerlich sind, dann dürfen die anderen nämlich auch lächerlich sein. Lächerlich. Genau, dann dürfen die anderen auch lächerlich sein und wir können trotzdem nah dranbleiben an ihnen. Dankeschön, dass Sie uns ein wenig näher an Sie rangelassen haben. Vielen Dank, Marile Milowitsch, Walter Sittler. Dunkel und schwarz wiegt das Meer, deinen Kahn hin und her, den sie erst nach Stunden wieder gefunden, unterm Mondlicht in der Ferne, ohne Laterne fanden sie dich nicht.
halb liegt das Land und leer. Ich steh noch immer am Strand und die Flut spült den Sand um meine Füße wie letzte Grüße. Mein Herz bricht, dort in der Ferne blinken die Sterne, aber dein Licht nicht. Leer und kalt liegt das Land. Guter Gott, aus Liebe hast du uns geschaffen. Voller Liebe bist du uns in Jesus Christus nahegekommen. Mit der Liebe deines Geistes berührst du unsere Herzen. Dafür danken wir dir. Du weckst die Sehnsucht in uns nach einer Liebe, die kein Ende und keine Grenzen kennt. So beten wir zu dir voller Hoffnung. Steh allen Paaren bei, die in ihren Beziehungen Unfrieden erleben. Komm zu Paaren, die keine gemeinsame Zukunft mehr sehen können. Sende ihnen Wegbegleiter, die die Kraft haben, auch mühsame Wege zu gehen und neue Perspektiven zu eröffnen. Steh allen bei, die alleine leben. Binde sie durch deinen Geist der Liebe in größere Gemeinschaften ein. Schenke uns allen offene Augen und Ohren, wo wir einander mit Liebe begegnen und Verletzungen heilen können. Wir bitten dich, stell allen Familien bei, zieh in ihre Lebenshäuser ein mit deinem Geist der Besonnenheit. Gib uns allen die Kraft, neue Familien zu gründen, Lebensformen, die Raum schaffen, Raum für den Traum vom Himmelreich, Raum für die Sorge um die Welt, Raum für deinen Geist und deine Gemeinde. Und so bitten wir dich gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diese Nacht und den Sonntag, der da kommt, mit dem Segen Gottes. Gott, der Herr, segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.